Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und für euch mache ich heute eins der Rezepte, die bei uns zu Hause mindestens einmal im Monat gemacht werden. Und zwar geht es um Milchreis. Ja, aber ich habe mir gedacht, weil meine Mädels zu Hause immer normalen Milchreis machen, schaue ich doch mal in unser Wunderkesselforum, was ihr für Milchreis-Varianten habt. Und ich habe was sehr Interessantes gefunden und das möchte ich heute für euch ausprobieren. Es handelt sich um Kokosmilchreis. Im Prinzip genau das gleiche wie normaler Milchreis, nur dass wir stattdessen noch Kokosmilch benutzen. Wer keine Kokosmilch mag, ersetzt einfach die Kokosmilch durch normale Milch. Ja. Bin gerade am Überlegen, ob man als Veganer auch Sojamilch oder Mandelmilch oder sowas nehmen kann. Müsste aber eigentlich funktionieren. Weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne schreiben. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wäre ein Versuch wert. Wir brauchen also 400 Milliliter Kokosmilch. Da ist immer so ein bisschen Creme noch mit drin oben. Also wenn ihr das aufmacht, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es setzt sich oben immer was fest. Dann 200 Gramm normale Milch, 50 Gramm Zucker, ein Beutelchen Vanillezucker und 125 Gramm Milchreis. Das ist dieser spezielle Reis. Mit normalem Reis geht's nicht. Habe ich mal probiert, Milchreis zu machen mit normalem Reis. No, geht nicht. So, die ganzen Zutaten rein und die komplette restliche Arbeit übernimmt unser Thermomix. Wir stellen den auf 40 Minuten 90 Grad, damit die Milch nicht überkocht. Stufe 1 und Linkslauf, das ist wichtig. Minuten sind um. In der Zeit habe ich den Abwasch erledigt und der Milchreis ist fertig. Ich schaue mir das jetzt gleich mal an. Ah, das sieht noch. Na, ich dachte, es sah flüssiger aus, glaube ich, als es ist. Ich fülle das jetzt einfach in so eine Schale und man muss das, glaube ich, noch mal ein bisschen abkühlen lassen, damit der etwas fester wird. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, aber um es zu essen, ist es, glaube ich, auch noch zu heiß. Ich warte mal noch ein paar Minuten. Das ist jetzt eine ordentliche Portion. Die geht auf jeden Fall als Hauptgericht durch. Das ist schon mehr als nur ein Dessert. Guck mal gleich mal, wie das mit der Kokosmilch schmeckt. Das sind jetzt zwei sehr ordentlich große Portionen geworden. Da waren die Augen wahrscheinlich größer als der Magen. Ihr könnt natürlich da auch vier kleinere Portionen draus machen, wenn man das als Dessert isst. Aber ich muss jetzt trotzdem mal probieren, wie es schmeckt. Die Konsistenz ist wirklich gut. Das ist ja echt super easy mit dem Wunderkessel. Und ja, ist genau richtig. Hat die richtige Konsistenz. Der Reis ist noch bissfest, aber schön durch. Und mit diesem Kokos, das ist eine sehr, sehr exotische Variante. Ist natürlich ein bisschen süßer als jetzt normaler Milchreis, aber ich mag das total. Ich finde es echt gut. Ich habe noch ein bisschen Zimt drauf gestreut. Könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drauf machen, um da ein bisschen von der Süße zu nehmen. Ihr habt bestimmt auch Varianten noch von Milchreis. Wäre sehr interessiert, dass ihr mir die kommentiert. Ja, gibt es da irgendwas Spezielles? Ich habe ja am Anfang schon mal überlegt, ob das mit Sojamilch oder Mandelmilch geht. Vielleicht sollen wir sowas mal machen. Keine Ahnung. Habt ihr da Erfahrung? Schreibt mir das in die Kommentare. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und vor allem abonniert den Kanal, denn nur da bekommt ihr dann immer jede Woche neue tolle Rezepte mit unserem Thermomix. Ich wünsche euch einen schönen Tag und guten Appetit. Ciao!